Was gibt es in der Meerwasseraquaristik überhaupt für verschiedene Arten von Aquarien und vor allem, was sind deren Vor- und Nachteile? In diesem Video schauen wir uns eine Menge Becken an und behandeln die 10 häufigsten Aquarientypen. Nature. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein fantastischer Tag, umso schöner, sich mit dem besten Thema der Welt zu beschäftigen, nämlich mit der Aquaristik. Hinter der Kamera ist heute Silas und wir werden die Themenbereiche Aquarientypen behandeln, denn man ist ja schon fast überflutet an Möglichkeiten, die das Hobby betreffen. Es gibt die verschiedensten Größen von Aquarien, die verschiedensten Formen und wir beschäftigen uns jetzt einfach mal damit, was es für Spezifikationen gibt in der Größe, in der Einrichtungsart und wir gehen mal ein paar Typen durch. Silas, was ist dein Lieblingstyp? Shallow Reef tatsächlich. Shallow Reef Tank. Ein Shallow Reef Tank ist letztendlich nichts anderes als ein flaches Aquarium. Hier gibt es die wildesten Bezeichnungen von Frag Tank bis hin zum Lagunenaquarium. Gerade mit einem üppigen Korallenbesatz wirken Shallow Reefs sehr schnell voll, da die Tiere bereits nach relativ kurzer Zeit an die Wasseroberfläche wachsen können. Der Riffaufbau eines Shallow Reefs ist oftmals sehr verkluftelt, da dieser Aquarientyp sich meist durch eine große Tiefe auszeichnet. Ein typisches Maß für ein Shallow Reef wäre zum Beispiel 1,50 Meter Länge, 40 cm Höhe, aber dafür 70 cm Tiefe. Ich persönlich finde Shallow Reef Tanks auch mega geil, dadurch, dass du auch mit einer relativ geringen Wassermenge quasi richtig cool und auch größer wirkendes Gapes machen kannst. Der Nachteil an einem Shallow Reef ist oft, dass du im Fischbesatz etwas eingeschränkt bist. Wenn du quasi ein Aquarium hast, was vielleicht 30 cm Höhe hat, was vielleicht 2 Meter lang ist, aber du hast einfach nicht die Möglichkeit, einen Doktorfisch zum Beispiel zu halten oder eben Kaiserfische, die ein bisschen mehr Schwimmraum brauchen und auch mal nach oben ausweichen möchten. Das finde ich persönlich ist immer so ein negativer Beigeschmack bei einem Shallow Reef, aber trotzdem meine Top 1 der Aquarientypen. Der kleinste Prozentsatz von Leuten, die ein Aquarium haben zu Hause, haben überhaupt die Möglichkeit, von der Größe her einen Doktorfisch zu halten, oder nicht? Nee, es sind schon sehr viele Aquarien mit Doktorfischen in einer artgerechten Variante da draußen zu sehen. Ein Doktorfisch beispielsweise oder allgemein halt Fische, die so ein bisschen schwimmfreudiger sind, die brauchen einen Platz, den man beispielsweise mit einem Standard-Aquarium ganz gut hinkriegt. Klingt vielleicht im ersten Moment etwas abwertend, aber ganz im Gegenteil. Ein Standard-Aquarium ist ein Becken, welches von den Maßen her den idealen Kompromiss darstellen soll. Das ist beispielsweise der Grund, warum Aquarien mit Standardmaßen häufig im Fachhandel sogar als Komplettset angeboten werden. Und das muss ja einen Grund haben. Ein klassisches Maß wäre hier beispielsweise 1,20 Meter auf 50 auf 50 cm. Mit einem Standard-Aquarium bin ich ein wenig uneingeschränkter, was die Auswahl meines Besatzes angeht. Natürlich richtet sich auch hier alles letzten Endes nach der Aquariengröße. Wenn es jetzt aber um wirklich Fische gehen soll, dann gibt es auch eine Kategorie Fisch-Aquarien, so easy wie es klingt. Ein Fischaquarium ist so einfach es klingt, ein Aquarium, welches sich zu 100% nach den darin zu pflegenden Fischen richtet. Diese Aquarien müssen natürlich eine bestimmte Größe mitbringen. Diese Aquarien brauchen auch eine bestimmte Filterung, denn ich habe natürlich enorm viel Nährstoffe, die ich immer wieder in mein Aquarium reinbringe durch das ganze Futter und durch oftmals weniger Korallenbesatz oder gar keinen Korallenbesatz, die ja auch wieder Nährstoffe rausziehen. Das ist immer so der Knackpunkt beim Fischaquarium. Wenn du viele Fische hast, dann ist es ja besser, umso mehr Korallen drin zu haben, weil dann ergänzen die sich ein bisschen, dann musst du weniger nach. Quasi schon, ja. Richtig. Aber du hast auch oft Fische, die zum Beispiel Korallen fressen. Ja. Was machst du dann? Ne? Ja. Deswegen, also ein Fischaquarium ist oftmals für Fische, die etwas speziellere Bedingungen brauchen. Wenn man sich überlegt, ein Fischaquarium zu machen, sollte es schon immer eine bestimmte Größe mitbringen. Weil die wirklich interessanten Fische, auch viele Falterfische zum Beispiel, gehen an Korallen dran. Die kannst du halt nicht in kleinen Aquarien halten. Die nächste Kategorie Aquarien im Meerwasser sind Nano-Aquarien. Nano-Aquarien. Oh, falsches Schnittbild.
Nano-Aquarien bieten die Möglichkeit, auch mit verhältnismäßig wenig Platz in das Hobby der Aquaristik einsteigen zu können. Kleiner dimensionierte Technik sorgt dafür, dass auch solche Becken stabil stehen können. Aber Vorsicht! Wer denkt, ein Nano-Aquarium macht wesentlich weniger Arbeit und kostet bedeutend weniger als ein größeres Aquarium, der hat sich geschnitten. Natürlich sind die Preise für Nano-Aquarien nicht so teuer wie für ein voll ausgestattetes 500-Liter-Becken. Jedoch gehen die Kosten über die reine Anschaffung hinaus, da die konstante Versorgung des Aquariums gewährleistet sein muss. Kommen Tiere und laufende Kosten dazu, sind unterm Strich die Kosten eines 50-Liter-Beckens im Gegensatz zu einem 250-Liter-Becken gar nicht so unterschiedlich. Auch der Pflegeaufwand kann bei einem Nano-Aquarium teilweise sogar intensiver sein, da die Systeme empfindlicher auf Veränderungen reagieren, da Störfaktoren wie Verunreinigungen oder Temperaturschwankungen nicht von einem so großen Wasservolumen ausgeglichen werden können. Bei Nano-Aquarien ist es oftmals so, dass diverse Streits auftreten. Was ist denn jetzt ein Nano-Aquarium? Gerade die Süßwasserleute, die kennen das sicherlich. Ein Nano-Aquarium ist ganz sicherlich kein Aquarium mit einem Volumen von 150 Liter. Das zählt zu einigen dann doch eher in die größere Kategorie. Ich persönlich finde, 150 Liter sind immer noch ein Nanobecken im Meerwasserbereich. Weil du kannst nicht wirklich was reinmachen an Fischen. Das ist viel zu klein. Im Süßwasserbereich geht da einiges mehr. Die Süßwasser-Aquarianer zum Beispiel sagen, ich finde, ein Nano-Aquarium hat 10, 20 Liter. Das gibt es zwar im Meerwasser, ist aber sehr selten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für euch die Grenze eines Nano-Aquariums ist, wo es dann schon in die größere Kategorie reingeht. Aber ich würde sagen, so 150 Liter, das hier sind jetzt 300, um mal so einen Vergleich zu haben. Das ist schon kein Nano mehr. Nächste Kategorie ist ein sehr, sehr schöner Design-Effekt, ein sehr schöner Scaping-Stil, ein Floating Reef. Beim Floating Reef schwebt ein Teil des Riffaufbaus über dem Boden des Aquariums. Das hat nicht nur optische Vorteile, sondern bietet größeren Tieren tolle Versteckmöglichkeiten und sorgt dafür, dass die im Meerwasser-Aquarium so wichtige Strömung den Boden von Schadstoffanlagerungen befreien kann. Wer sich auch im kleinen Stil für ein Floating Reef interessiert, kann sich gerne unsere Floating Reef Rocks von Reef Art & Design ansehen. Hier wird das Floating Reef mit Magneten an der Rückwand befestigt und schwebt somit komplett ohne Bodenkontakt im Wasser. Der nächste Aquarientyp ist was sehr, sehr, sehr Spezielles. Hatte ich auch bisher erst ein einziges Mal, glaube ich, auf dem Kanal, und zwar von Peter, das Drop-Off-Aquarium. Nicht nur in der Herstellung, auch in der Installation und Inbetriebnahme eine große Herausforderung. Drop-Off-Aquarien bilden eine Riffabbruchkante alleine schon durch die Form des Beckens. Natürlich eine unglaublich ästhetische Bereicherung der eigenen vier Wände und sicherlich auch ein Aquariumtyp, der bei Nicht-Aquarianern für offene Münder sorgt. Dennoch ist auch hier Vorsicht geboten. Super Nachteil ist Strömung. Immer wichtig, gerade im Meerwasser-Aquarium, das ganze System in einer angenehmen Durchströmbarkeit aufzubauen. Und das hast du eben nicht im Drop-Off-Aquarium. Oftmals bauen die Pumpen dann nochmal unten dran, wo eben der Drop ist, um halt irgendwie die Wasserbewegung in Gang zu setzen. Also wenn ihr plant, einen Drop-Off zu bauen, das sind ja oft Spezialanfertigungen. Es gibt ja sehr wenig Drop-Offs, die man so im Laden kaufen kann. Achtet auf die Strömung, Leute. Super, super wichtig hier. Kann man sich darüber streiten, ob das jetzt ein eigener Aquarientyp ist, aber ich finde, es hat eine ganz eigene Atmosphäre, die es in einen Raum bringt, wenn man von einem Raumteiler spricht. Raumteiler oder Peninsula-Aquarien besitzen die Technik bzw. den Ablaufschacht, anders als beim Standard-Aquarium, an einer der kleineren Scheiben. Somit kann der Großteil des Aquariums quasi im 90-Grad-Winkel in den Raum hineinragen. Ein toller Effekt ist, dass ich das Aquarium ausgiebig von drei Seiten einsehen und einrichten kann und hier mein Scape je nach Seite einzigartig gestalten kann. Aber auch hier grätscht uns die Strömung mal wieder dazwischen. Da diese Becken oft relativ lang sind, muss ich, um ausreichend Strömung zu erzeugen, meine Pumpen direkt an die in den Raum hineinragende Scheibe bappen. Das
bricht ein wenig die Ästhetik, aber ist nicht gerade in wenigen Fällen vonnöten. Beim Raumteiler finde ich immer ganz wichtig, man bietet, wenn man Fische einsetzt, den Tieren natürlich relativ wenig Rückzugsmöglichkeiten. Ne, man kann sich um das ganze System herum bewegen. Also wenn ihr gerade Fische, die vielleicht ein bisschen scheuer sind oder die ein bisschen stressanfälliger sind, einsetzen wollt, achtet darauf, dass ihr einen Riffaufbau integriert, der eben solche Versteckmöglichkeiten bietet, gerade wenn man komplett drumherum gehen kann. Sind nicht Doktoren stressanfällig? Doktoren sind auch stressanfällig, auf jeden Fall. Da habe ich zum Beispiel gute Erfahrungen gemacht mit Zonen, die so eine Art Unterteilung in dem Scape darstellen. In einem Raumteiler hat man oft so eine Rifffront, die sich einmal durchzieht. Wenn man da Unterteilungen macht, weil ein Doktorfisch hat ja auch eine gewisse Höhe, ne, die können sich nicht durch jede Riffspalte durchquetschen, da kann so ein Tier sehr schnell abhauen und ausweichen. Das finde ich immer cool. Finde ich eh optisch sehr schön, wenn man das aufteilt. Zum Beispiel in dem hängenden Aquarium von Ralph's Reef aus Amsterdam. Das ist ja auch ein Raumteiler, auch wenn es komplett schwebt. Aber da sind eben so verschiedene Säulen integriert und da können die Tiere richtig toll durchschwimmen. Also das empfehle ich immer bei Raumteilern. Wo wir schon bei sehr aufwendig hergestellten Aquarien sind, es gibt einen Aquarientyp, der relativ selten eigentlich verbaut ist, und zwar das Wandaquarium. Gerade wenn im Raum vielleicht nicht ausreichend Platz ist oder ich keinen Bock habe, einen Block mit Wasser mitten ins Esszimmer zu stellen, bieten in die Wand eingelassene Aquarien natürlich eine super Möglichkeit, diesen Platz einzusparen. Beim Wandaquarium finde ich es immer ein bisschen der Nachteil von der Erreichbarkeit. Du hast eine andere Situation, wenn du jetzt wie hier ein freistehendes Becken hast, wo du immer mal ran kannst, falls mal was ist oder auch falls mal was hinter die Wand läuft. Was machst du denn da? Ne? Da, das ist schwierig. Oftmals haben Leute einen Raum nochmal dahinter, wo zum Beispiel auch die Technik etc. pp. Untergebracht werden kann. Und dann kannst du von hinten agieren. Das ist natürlich der Idealfall, aber das haben halt auch nicht alle. Und vor allem muss die komplette Wand ja dafür ausgelegt sein. Richtig, auch die Traglast muss natürlich gewährleistet sein. Das ist teilweise mit Stahlrahmen nochmal verbunden und mit Abstützen unterhalb des Raumes, wo du dich befindest. Und ein Schnitt schon von Jack Elliott. Ja, genau. Wir sehen ja alleine schon, die sind teilweise eingebaut in die Wand rein, in beide Wände. Ich weiß jetzt nicht, welcher von denen. Ich glaube, der hier. Da auf jeden Fall natürlich darauf achten, dass ihr irgendwie an die Technik rankommt, wenn ihr ein Aquarium plant, in die Wand reinzubauen. Die nächste Kategorie der Meerwasseraquarien ist ein Säulenaquarium. Säulenaquarien kenne ich jetzt persönlich weniger aus Glas, da hier der Herstellungsprozess und die Zusammensetzung einfach mit einem enormen Aufwand verbunden ist. Daher empfiehlt es sich, diese Becken aus Acryl anfertigen zu lassen. Ähnlich wie jetzt auch beim Raumteiler müsst ihr bei Säulenaquarien enorm aufpassen, dass ihr den Fischen genügend Rückzugsmöglichkeiten gebt. Richtig, beim Wendel zum Beispiel haben wir ein großes Säulenbecken, aber auch da sind Versteckmöglichkeiten. Er hat solche Höhlen unten integriert, ne, damit die Tiere sich zurückziehen können. Es gibt aber auch da draußen diverse Negativbeispiele, wo einfach nur an der Wand entlang Korallen angeklebt sind und die Tiere verzweifelt im Kreis schwimmen und überhaupt nicht richtig sich mal zur Ruhe setzen können. Also auch da immer im Tierwohl-Sinne denken und genügend Versteckmöglichkeiten reinbringen. Es gibt auch die Diskussion, dass Säulenaquarien für Fische ungeeignet sind. Habe ich auch schon sehr oft gehört, kann ich nicht bestätigen. Weil ein Tier, was sich im Kreis bewegt, kriegt die Energie, um quasi auch mal Gas zu geben, auch los. Ich finde, es ist jetzt nicht fischunfreundlicher, wenn eben solche Geschichten wie Versteckmöglichkeiten, wenn für die gesorgt ist. Und die letzte Kategorie Aquarien im Meerwasser ist eine Kategorie, die ich mir glorreich selber ausgedacht habe. Weil ich kann die gar nicht richtig in Worte fassen. Ich habe es jetzt Hypertanks genannt. Hypertanks sind Aquariengrößen jenseits von Gut und Böse, also genau das Richtige für all die, die nicht nur die entsprechende Immobilie mitbringen, sondern auch die nötige Motivation, eine solche Verantwortung zu übernehmen haben. Denn hier ist es nicht mit Algenabsaugen getan, bei Aquarien jenseits der 7.000, 8.000 Liter ist es meist vonnöten, ausgestattet mit Schnorchel oder sogar Tauchequipment in das Aquarium zu steigen, um die entsprechende Aquarienpflege betreiben zu können. Jetzt möchte ich von dir wissen, was dein Lieblingsaquarientyp ist und vor allem warum. Schreib das gerne mal in die Kommentare rein.
Vorteile, Nachteile, vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon Erfahrungen mit bestimmten Aquarientypen gesammelt. Lasst uns das alle gerne wissen. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns hier nächste Woche wiedersehen. Und wenn du findest, dass das ein mega geiles Video war, drückst du genau jetzt einmal den Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, habt eine schöne Zeit und bis nächste Woche.